Ja, 10 Jahre Finanzkrise. Wir blicken zurück. Sie begann 2008 mit Fehlspekulationen der Banken, beziehungsweise 2008 flogen sie auf. Infolge dieser Fehlspekulationen taumelten die Banken. Um die Banken zu retten, verschuldeten sich die Staaten, gerieten ins Taumeln und anschließend taumelte ein ganzer Währungsraum, nämlich die Eurozone. Welche Rolle spielte in der Finanzkrise die Deutsche Bank? Dieser Frage ist der Buch- und Filmautor Dirk Laabs nachgegangen in seinem neuen Buch Aufstieg und Fall der Deutschen Bank, erschienen bei DVA. Herzlich willkommen, Dirk Laabs, hier auf dem blauen Sofa. Danke, hallo. Ihr Applaus für Dirk Laabs. Ja, Herr Laabs, 10 Jahre Finanzkrise. Wir reden ja seit 10 Jahren darüber, was damals passiert ist. Gibt es noch einen blinden Fleck, den Sie uns heute hier darstellen möchten? Naja, der blinde Fleck ist tatsächlich die Deutsche Bank. Denn sie hat es ja geschafft, die Narration so zu bestimmen, als sei sie die einzige Bank in Europa, die gut durch die Krise gekommen ist, vielleicht sogar die einzige Bank weltweit, die also irgendwie ist, weil sie so professionell und so toll strukturiert ist, also die Finanzkrise schadlos überstanden hat. Und das Gegenteil ist der Fall. Sie hat die Finanzkrise mit anderen großen Banken aus den USA natürlich und Europa wesentlich mit ausgelöst, schon 2007, hat teilweise ja mutwillig in Deutschland die Krise verschärft, eben auch 2007, als man einer kleinen Bank die Kreditlinie gestrichen hat. Und da ist wirklich so, wie das manchmal so ist, die ganze, ich glaube, in der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild hängen geblieben. Und der Bank geht es deswegen auch so schlecht, weil man diese Fehler und die Folgen der Fehler verschleppt hat, über Jahre. Das hat das Management dann einfach vertuscht und dann musste dann irgendjemand aufräumen, unter anderem jetzt die neue Führung. Das sind ja starke Argumente, die Sie jetzt anführen und ich möchte die mal nach und nach aufrollen. Es schien ja zunächst so, als wäre die Deutsche Bank die einzige europäische Großbank, die relativ glimpflich durch diese Krise kommt. Man kann sich an das berühmte Zitat von Josef Ackermann erinnern, dass er sagt, ich würde mich schämen, wenn ich Geld vom Staat annehmen würde. Ja, das ist verrückt, weil er hat auf Englisch ein bisschen was anderes gesagt. Er hat gesagt, er hat es intern gesagt in der Videokonferenz im Oktober 2008. Also wenn ich es in Deutsch übersetze, hat er gesagt, es wäre eine Schande, wenn herauskommt oder wenn wir zugeben müssten, dass wir Staatsgeld genommen haben. Das war sehr viel näher an der Wahrheit dran, denn in der Tat war die Bank genau wie jede andere Großbank abhängig von Staatsgeld. In welcher Form hat sie denn Staatsgeld angenommen? In Deutschland ja nicht. In Deutschland hat sie mittelbar natürlich sehr viel Staatsgeld angenommen, weil ja die Kunden gerettet worden sind. Eine Bank, also die Commerzbank und so weiter. Ja, aber sie hat keine direkten Rettungs... Sie hat von dem US-Staat direkt Geld genommen für AIG. Sie hat von der Europäischen Zentralbank 70 Milliarden an Billigkrediten bekommen. Sie ist gestützt worden durch die New Yorker Fed. Insofern hat sie massiv natürlich von den Staatshilfen auch profitiert. Und das versucht man bis heute immer wieder so ein bisschen zu negieren und immer so zu tun, als sei es nicht so, aber es ist einfach eine Lüge. Das muss man so klar sagen. Die Zahlen sind da eindeutig. Also Sie sagen, das ist ein Übersetzungsfehler, dieses Zitat von Ackermann, aber trotzdem war die Deutsche Bank ja zunächst wirklich sehr stabil. Wie kommt es? War sie nicht. Also war sie wirklich nicht. Man hat einfach, das ist ja durch Whistleblower dann auch belegt worden, gerade in der kritischen Phase 2008, also Ende 2008, Anfang 2009, insbesondere viertes Quartal 2008, letztendlich die Bilanzen gefälscht. Also dann formuliere ich es mal anders, die schienen relativ stabil, aber Sie meinen, die haben es einfach geschafft, das zu faken. Genau. Und das ist ja auch aktenkundig, das ist jetzt sozusagen ja nicht meine Behauptung, sondern es ist ja durch die US-Börsenaufsicht genauso auch bestätigt worden. Die Finanzkrise unmittelbar wurde ausgelöst durch diesen Kollaps von Lehman Brothers. Vielleicht erklären wir das noch mal von Anfang an. Wie meinen Sie, steckte die Deutsche Bank da drin von Anfang an? Sie war ja nun auf der anderen Seite des großen Teiches. Naja, sie war ja überall. Es ist eine deutsche Bank, die aber dann ab Mitte der 90er Jahre massiv in London eine Präsenz aufgebaut hat und New York. Und das große Geschäft ab 2003 waren diese Kreditbündel, diese sogenannten CDOs. Man hat also Hypotheken, vor allem in den USA, aufgekauft, gebündelt, in Scheiben geschnitten, weiterverkauft. Und da stieg die Deutsche Bank relativ spät ein, 2004, 2005, und wurde da ein sehr großer Player. Also allein das Volumen in den USA war ungefähr 100 Milliarden Dollar groß. Aber das haben ja alle gemacht. Haben viele gemacht, nicht alle. Aber alle, die Probleme hatten, haben es gemacht. Nee, es gab auch eine Bank wie JP Morgan, die hat sich das angeguckt. Die sind wirklich gut durch die Krise gekommen, verhältnismäßig. Da hat der CEO, also der Chef, gesagt, okay, warum sind wir nur noch immer 5 im Business, was machen die anderen? Dann hat er das durchrechnen lassen, haben seine Analysten gesagt, das kann sich nicht rechnen. Die machen irgendwas falsch oder die tricksen rum. Wir steigen da nicht ein, das ist zu gefährlich. Also man hätte das sehen können. Und das Interessante ist, bei der Deutschen Bank gab es 2005 ganz klar intern von einer sehr begabten Analystin ganz klare Warnung, die gesagt hat, 2007 wird dieser Markt kollabieren.
Und trotzdem ist man eingestiegen und ist massiv in diesen Markt eingestiegen. Vielleicht kann man das noch mal erklären, die Finanzkrise, als die ausbrach, das klang ja alles wahnsinnig abstrakt, als wären da unglaublich komplexe Sachen geschehen und dann sei eine Kettenreaktion gekommen und hätte den ganzen Markt überfordert. Es ist ja eigentlich, wie Sie erklärt haben, eine ganz simple, ich nenne sie mal Schweinchen-Schlau-Nummer gewesen. Man hat Kredite, von denen man die Befürchtung hatte, die werden nicht mehr bedient, hat man gebündelt und weiterverkauft. Oder? Wie funktionierte das? Naja, man hat behauptet, dass man solide Hypotheken bündelt, auch riskante Hypotheken, und das so schafft, die zu bündeln, dass das sozusagen die Gefahr, dass die alle ausfallen, quasi nicht existent ist. Man hat quasi behauptet, man hat die geniale Formel geschaffen. Man hat gesagt, man bündelt so viele Kredite, dass selbst wenn 3% nicht mehr bedient werden, ist das nicht so schlimm, die anderen fangen das auf. Und dafür war sozusagen ganz wichtig zu behaupten, dass man genug gute Hypotheken hat, die also bedient werden. Schlicht und ergreifend von Leuten, die so jeden Monat abbezahlen. Und da wusste man schon 2005, dass man da gar nicht genug hatte. Das heißt, man hat Schrott gebündelt, hat das aber natürlich geheim gehalten. Deswegen musste die Deutsche Bank ja eine hohe Strafe zahlen. Mhm. Andere Banken auch, haben Sie völlig recht. Mhm. Es gab nicht genug Rohstoff. Na, hat man aber nach außen hin behauptet, na, das ist ein super Konzept, es gibt genug Hypotheken, kein Problem, alle gewinnen. Und sozusagen der Clou war, dass die Ratingagenturen dem allen noch einen Stempel gegeben haben, also diesem Papier, das ist super sicher, mhm, kann nichts passieren. Genauso sicher wie die Staatsanleihen. Und das war natürlich die große Lüge. Mhm. Sie haben ein Buch jetzt aktuell dazu geschrieben, aber auch einen Film gedreht, insgesamt Ihren dritten Film über die Deutsche Bank, Geheimsache Finanzkrise, der im ZDF gelaufen ist. Und da tritt auch Thomas Mayer auf, der Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Und der spricht von einer Art Alchemie, die man da betrieben hat. Ja, genau, er sagt auch, also es war so wie im Mittelalter. Man nimmt Schrott, Eisen zusammen, tut irgendwas dazu, rührt das alles rum, puff, hat man Gold. Mhm. So hat man es ja auch verkauft. Nur die große Legende ist, dass man das nicht absehen konnte, dass es nicht stimmt. Weil wie gesagt, 2005 gab es interne Warnungen und externe Warnungen. Also öffentlich in Zeitungsartikeln haben andere Teilnehmer am Markt gesagt, wir machen da nicht mit, das ist Betrug. Mhm. Und das Verrückte ist, wie man dann trotzdem, weil alle so viel Geld damit verdienen, das trotzdem 2,5 Jahre weiterläuft, dann fährt das alles an die Wand, dann bezahlt der Steuerzahler. Und dann stellt man sich noch hin als Bank, nicht nur die Deutsche Bank, haben Sie völlig recht, auch die anderen, nur bei den anderen sind die Managements ausgetauscht worden, bei der Deutschen Bank nicht, und sagt, so konnte man alles nicht wissen. Das war so eine ganz komplizierte Kettenreaktion, war auch ein bisschen Pech dabei. Nee, es war einfach fahrlässig, das war einfach nur auf den eigenen, weil man kein anderes Geschäftsmodell hatte, und das war natürlich auch im Kern kriminell. Das haben ja auch die Behörden in den USA genauso festgehalten. Man hatte kein anderes Modell. Also ich habe im Vorfeld mal mit ein paar Analysten gesprochen und gefragt, naja, was ist denn wirklich so anders bei der Deutschen Bank? Weil diese Machenschaften, von denen Sie gesprochen haben, das haben ja weitgehend viele Banken gemacht. Mhm. Ja? Und eigentlich ist der einheitliche Tenor, dass sie sagen, die haben kein Modell. Die jagen mal hier hinterher, genau, und da. Mal, genau, wollten sie die Big Player im Investmentbanking sein, mit den großen Pinkeln sozusagen. Ja. Dann wurde die Postbank gekauft, weil man ja auch wieder die Privatkunden betrachten muss. Sehen Sie das auch so? Ist das das große Problem der Deutschen Bank gewesen? Ja. Oder immer noch? Haben Sie immer noch nicht? Ja, also das werden wir sehen, aber es sieht auf jeden Fall ja so aus. Also immer zu spät sein, dann mit massiv einsteigen, mit dem ganzen Geld und den Hebel, den man so hat mit der Bilanzsumme, damals ja noch, jetzt nicht mehr so. Dann immer, also spät dran sein, aber das aufholen mit viel Geld, nie so eine durchdachte Strategie und auch nicht die Infrastruktur haben. Das war so das, was mich überrascht hat. Man dachte mal, ja, Deutsche Bank, moderne Bank, tolle Computer, ist aber nicht so. Man hatte nicht die Infrastruktur, man hatte nicht das Risikomanagement. Und es gibt durchaus Vergleiche. Sie haben völlig recht. Es gab auch andere Banken. Also es soll nicht so aussehen. Nur wenn man jetzt Goldman Sachs zum Beispiel nimmt, die haben 2005 das auch erkannt, 2005, 2006, das ist riskant, und sind dann komplett ausgestiegen. Und haben damit noch viel Geld verdient. Auch auf eine skrupellose Art und Weise. Sie haben nicht auf den Verfall des Marktes gewettet und dann noch sehr viel Druck ausgeübt. Aber da sieht man intern, da wurde was analysiert. Da hat man auch dem Risikomanagement insofern geglaubt, und dann wurde so als Einheit diese Strategie umgesetzt, und zwar komplett. Und das gab es bei der Deutschen Bank nie. Es wird mal so damals gemacht. Da haben die ganz viel gegeneinander gearbeitet, also auch eine ganz schlechte Arbeitsatmosphäre. Ja, und dann fahre ich den Laden irgendwann an die Wand, egal wie groß ich bin. Die haben, schreiben Sie in Ihrem Buch, schon 2005 genau gewusst, dass da eigentlich diese Alchemie in eine ganz toxische Wirkung umkippt. Ja. Glauben Sie, dass andere Banken das nicht auch schon gewusst haben? Die können doch nicht alle blöd gewesen sein an der Wall Street, oder? Ja, genau. Also JP Morgan hat es ja, habe ich eben gesagt, hat das eben auch errechnet und genau gesehen. Das ist jetzt sehr kompliziert im Detail, aber im Wesentlichen hat man herausgefunden, dass sozusagen ein Teil dieser Instrumente eigentlich nicht verkaufbar ist. Den muss ich selber in die Bilanz nehmen, und das sinkt. Das ist dann so wie Bleiplatten, die mein Boot beschweren. Mhm. Und wenn irgendwann das Gesamtinstrument unter Druck kommt, dann reißt mich das in die
die Tiefe und so ist es auch gekommen. Das haben ja viele genauso vorausgesagt. Goldman Sachs habe ich eben erwähnt. Die Frage ist, wie gehe ich mit der Info um? Und mir hat ja jetzt für den ZDF-Film der Chefökonom, der aktuelle der Deutschen Bank, gesagt, naja, du willst halt nicht zu früh aussteigen. Weil dann bist du irgendwann nur noch Nummer 7 und nicht Nummer 1, sondern Nummer 2. Also ne, solange die Musik spielt, tanzt du weiter. Glauben Sie, dass da eine gewisse Kommunikation zwischen den Banken stattgefunden hat? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, was immer noch fehlt, ehrlich gesagt, ist auch eine Kartelluntersuchung, dass es ein Kartell war, so kartellartig, dass man sich gegenseitig auch gestützt hat, auch mit den Hedgefonds, dass das ganze System auch so am Leben gehalten worden ist. Das ist im Detail wirklich faszinierend, wie skrupellos gerade die Hedgefonds waren. Die haben also immer weiter dieses Instrument gekauft, damit es sozusagen am Markt bleibt. Ob es aber wirklich Absprachen gab, die Beweise gibt es nicht, es sieht aber ein bisschen so aus. Weil in dem Moment, wo die Krise kam, war die Absprache vorbei, gerade so zwischen so Banken wie Goldman und Deutsche Bank. Und dann rutscht man in diese chaotische Situation, wo eben auch chaotisch dieses Papier dann am Markt, diese Papiere am Markt frei verkauft worden sind. Sie berichten von Vertuschung, auch von Konzeptionslosigkeit im Geschäftsmodell. Nun muss man sagen, dass bis heute gegen die Deutsche Bank 6.000 Verfahren laufen, ja. Rechtsverfahren. 6.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wegen Verfehlungen, also wegen Manipulationen beim Goldpreis, beim Zinssatz etc. Kann man sagen, dass bei der Deutschen Bank wirklich noch ganz andere kriminelle Machenschaften herrschen als in anderen Banken? Das ist ja ein hohes Maß an krimineller Energie. Ja, also ich sag mal so, das gab es bei den anderen Banken ja auch, muss man sagen. Also wenn aber die haben nicht 6.000 Verfahren am Laufen. Ja, das stimmt. Die Deutsche Bank hat ja nichts ausgelassen. Das ist das Verrückte. Sie hat also eben alles gemacht. Mhm. Andere Banken haben ja auch den Libor manipuliert und haben ja auch beim Häusermarkt Schindler getrieben, mussten hohe Strafen zahlen. Amerikanische Banken im Übrigen auch. Aber die Deutsche Bank hat halt nichts ausgelassen. Also ich habe bei der Recherche manchmal gedacht, könnte jetzt wenigstens nicht auch noch Donald Trump finanzieren? Und könnte jetzt nicht wenigstens noch Donald Trumps Finanzier beim Steuerbetrug helfen? Aber alles wurde immer mitgenommen. Ich glaube übrigens nicht sozusagen, dass ein großer Plan dahinter steckt, sondern das war das Problem der Bank. Hauptsache Umsatz. Jeder durfte so ein bisschen machen, was er wollte. Und dann hast du halt dieses Chaos. Und das ist halt, wenn man sich das in der Geschichte seit den 80ern anguckt, halt eine mit Skandalen und kriminellen Handlungen durchsetzte Branche, weil halt so viel Geld zu verdienen ist. Das ist also nichts Neues. Das ist an der Wall Street oder auch ab und zu in London, dass es da zu Betrügereien kommt. Mhm. Im Gegenteil, ne? Sie haben Donald Trump ja schon erwähnt und Sie widmen in Ihrem Buch weite Teile dem Aufstieg Donald Trumps, den er auch der Deutschen Bank zu verdanken hat. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Ja, das ist in der Tat so ein bisschen verrückt, dass oder auch wieder erklärbar mit diesem Geschäftsmodell der Deutschen Bank, dass sie mit jedem Geschäfte gemacht hat, egal was für einen Leumund er hat, dass Donald Trump, das ist ja allgemein bekannt, in den 90ern in New York eine Persona non grata war bei den Banken, weil er so viel Geld verloren hatte, weil seine Firmen umgeschuldet werden mussten Anfang der 90er und wiederum die Banken auf viel Geld verzichten mussten. Da haben dann die großen, seriösen Banken in New York gesagt, mit denen nie wieder. Bis dann die Deutsche Bank auf den Markt kam und sich reindampfen wollte. Und die einzige Möglichkeit, die man sah, war, mit Leuten Geschäfte zu machen, die sonst niemand will. Also hat man den Donald Trump, der wirklich am Boden lag, geholfen, wieder in diesen Immobilienmarkt Fuß zu fassen. Man hat ihn bei einer Renovierung, man hat die Renovierung eines großen Bürohauses an der Wall Street finanziert und hat dann über die Jahre immer mehr Geld. Und ohne die Deutsche Bank wäre in dem Sinne der Immobilien-Tycoon Donald Trump am Ende gewesen. Man hat sich dann auch zwischendurch verklagt. Donald Trump, die Deutsche Bank, aber die Deutsche Bank hat ihn immer wieder auf die Füße geholfen. Viele meiner US-amerikanischen und britischen Kollegen glauben, dass da irgendwas faul dran ist. Ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, das ist wiederum einfach diesem Chaos in der Bank geschuldet. Dass dann eine Abteilung sagt, naja, wieso, wir verdienen doch Geld mit dem, was soll's, also machen wir das einfach. Man hat ja auch mit russischen Geldwäschern Geschäfte gemacht, mit Syrien, dem Iran und dem Sudan. Also man hatte da ja überhaupt keinen Überblick und kein Durchgriff, was, wie ist das so, Compliance, ne? Modern heißt also, dass man sozusagen auch die Kunden durchleuchtet, das eigene Geschäft durchleuchtet. Das fand ja alles nicht statt. Das war ja alles so ein bisschen ja, so ein Piratenschiff. Also das war, insofern kam dann eben am Ende auch Trump bei raus als Kunde. Und jetzt schuldet Trump der Deutschen Bank immer noch 400 Millionen Dollar ungefähr. Dann hat er sich jetzt beschwert, dass die Zinsen so hoch gehen durch die US-Fed. Na klar, weil er jetzt mehr für die Kredite bezahlen muss. Ne? Deswegen hat er sich jetzt beschwert. Fand ich auch ganz lustig. Also das sind natürlich so diese, dann kommst du halt zu völlig absurden und letztendlich auch haltlosen Zuständen. Lassen Sie uns von den USA nochmal nach Deutschland gehen. Sie hatten ja schon die Rolle Ackermanns angesprochen, dass er falsch übersetzt wurde und sehr wohl sich bewusst war, dass die Deutsche Bank ein Krisenfall ist, 2008, anders als er es hier in der Öffentlichkeit dargestellt hat.
Ingrid Matthäus-Meyer, die damalige KfW-Chefin, sagt in ihrem Film sogar, geht sogar noch ein Stück weiter und sagt, er war ein richtiger Brandstifter dieser ganzen Krise. Vielleicht erläutern Sie noch mal, was sie damit meinte. Naja, sie meinte damit, also die Krise ging ja eigentlich 2007 schon los und interessanterweise mit einer relativ kleinen Bank in Deutschland, der IKB in Düsseldorf. Und die hatte auch, jetzt mal verkürzt gesagt, mit diesen Papieren gehandelt und hing unter anderem von der Kreditlinie der Deutschen Bank ab. Und die Deutsche Bank hat diese Schrottpapiere eben auch an die IKB verkauft und wusste, jetzt geht's zu Ende, hat dann, ohne irgendjemanden vorzuwarnen, dieser Bank die Kreditlinie gestrichen, sodass klar war, am nächsten Montag ist sie eigentlich insolvent. Dann hat man die Behörden angerufen und hat Druck gemacht, dass eben die KfW, die eine staatliche Bank ist, einspringt. Und das haben die Leute, die dabei waren, bis heute nicht verwunden zurecht. Also man löst die Krise aus mit diesen Schrottpapieren. Dann lässt man sie eskalieren, um die anderen unter Druck zu setzen. Und sorgt dafür, dass die anderen zahlen. Das ist natürlich in der Skrupellosigkeit schon wieder auf eine Art genial, aber war gerade 2007 natürlich auch völliger Wahnsinn. Man hätte ja noch 2 Wochen warten können und der Bank so ein bisschen helfen und das auch geheim halten, aber man hat es richtig eskalieren lassen. Deswegen war Ingrid Matthäus-Meyer und auch andere sind bis heute immer noch so sauer auf die Bank. Sie schildern wirklich ein hohes Maß an krimineller Energie und man fragt sich ja dann, wo war eigentlich die Politik in der ganzen Zeit? Und Sie haben für Ihren Film Hans Eichel und Wolfgang Schäuble vor die Kamera bekommen, allerdings nicht Peer Steinbrück. Und der wollte nicht. Der wollte nicht. Nee. Ne? Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde aber gerne auch mal über diesen Satz von Hans Eichel in dem Film Sie befragen. Es ist ja wirklich, also man muss den ganzen Kontext dieses Interviews sehen, den wir jetzt natürlich nicht kennen. Aber ich kenne dieses Zitat von Hans Eichel. Der sagt, also wenn die Banker uns schon mal vorher gesagt hätten, welche Deals da laufen, dann hätten wir ja auch die entsprechenden Gesetze erlassen können. Also wenn er das wirklich so gemeint hat, wie er das gesagt hat, ist es ja eine vollkommene Bankrotterklärung der Politik. Das ist ja wie wenn, wenn der Lebensmittelindustrie keine Kontrolleure kommen, ja gut, also wenn uns keiner Bescheid sagt, können wir ja weiter Gammelfleisch verkaufen. Also das ist... Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, eine Frage zum Menschenbild. Ich habe, ich weiß, also über den U-Ton redet jeder, das kann ich auch verstehen. Ich war auch überrascht, habe aber jetzt auf einer Lesung in Frankfurt ihn auch ein bisschen verteidigt, dass ich es gut finde, dass er im Gegenteil zu Steinbrück den Mut hat, sich zu stellen und auch Fehler zuzugeben. Ne? Steinbrück hat es sich unter fadenscheinigen Gründen entschuldigen lassen, wollte das Interview nicht. Ich glaube, es ist so dieses Menschenbild, der andere meint es erstmal nicht schlecht. Oder ich kann, wenn, dann durchschaue ich es irgendwie. Und dann kommt dazu, ich verstehe das Geschäft nicht so richtig, also bin ich auf die angewiesen, dass sie mich so durch dieses Minenfeld leiten. Und das ist ja die große, seriöse Deutsche Bank, die werden um mich schon nicht anlügen. Und ich kann es auch nicht begreifen, zumal man hatte gerade ein Jahrzehnt von Skandalen und Krisen hinter sich. Die Investmentbanken, ich meine, es gab Enron, es gab WorldCom, es gab die Krise in Russland, es gab die Krise in Asien. Es war eine Krise nach der anderen. Mir ist es auch ein Rätsel, wie man diesen Menschen überhaupt trauen konnte. Das ist mir ein völliges Rätsel. Also jemand wie Ackermann, der hat dieses ganze Derivate-Geschäft, da hat er seine Karriere drauf aufgebaut, was aber nie irgendwie groß eine Rolle spielte. Und da gab es immer Probleme, schon als er bei der Schweizer Bank war, bei Credit Suisse. Und das ist mir auch ein Rätsel, dass man so naiv, dass diese Naivität kommt ja in diesem O-Ton so zu tragen, den Banken begegnet ist. Und das spüren die natürlich. Ja, es ist so wie Robbenschlachten dann für die gewesen. Das sieht ein Banker dann sofort, wen er da vor sich hat. Und so ist man dann in die Krise geschlittert natürlich auch. Unter der Regierung Schröder schreiben Sie, haben sogar Deutschbanker bei Gesetzen mitgeschrieben? Ja. Haben Sie also einen besonders guten Draht zur Regierung Schröder oder wie lief das? Ja, es ist, wenn man auch selbst sich die Gesetze anguckt, wenn man sich selbst Vorlagen im Bundestag von den Grünen und der SPD anguckt, unterschrieben von Göring Eckardt und Christa Sager, dann sieht man einfach, das haben Lobbyisten geschrieben, schon in der ganzen Wortwahl. Das würde nie, ich bezweifle, dass es dann Referenten bei den Grünen gab, der das so hätte schreiben können, wo 1:1 die Forderung der Bankenlobby in den Bundestag eingebracht werden. Man muss dazu zur Erklärung, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich will es nicht entschuldigen, ich will es nur erklären. Die Lage war sehr schlecht in Deutschland wirtschaftlich. Politisch ging es Rot-Grün dann ja auch nicht mehr so gut. Man hatte, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, okay, wenn die Banken uns nicht anlügen und wir lassen diese Gesetze und machen diese Instrumente möglich, dann geht es wenigstens den Banken besser und so. Also man hat sich das vielleicht schön geredet, so sieht das für mich aus. Und ich finde das auch, so jemand wie Göring Eckardt, ne, die stellt sich ja, also ich hätte mir nach 10 Jahren nach der Finanzkrise jetzt mal einen Artikel von ihr gewünscht. Wo sie mal sagt, das war ein Fehler, es tut uns leid, wir haben es nicht durchschaut. Aber das passiert ja alles nicht. Jetzt haben sie wieder 18% in den Umfragen. Und das ist, glaube ich, führt auch eben dann auch zur Politikverdrossenheit. Ne? Das ist dann immer so, water down the bridge und weiter geht's.
Also Sie sagen, oder es ist Ihr Eindruck gewesen bei der Recherche, dass es eine gehörige Portion Naivität in der Politik war, explizit in der Regierung Schröder. Aber andererseits berichtet ja Hans Eichel in Ihrem Film, dass Gerhard Schröder und sein Kabinett bereits 2003, und das war extrem früh, über eine Verstaatlichung von Banken nachgedacht haben. Man muss sich noch mal in Ihrem Film, dass Gerhard Schröder und sein Kabinett bereits 2003, und das war extrem früh, über eine Verstaatlichung von Banken nachgedacht haben. Man muss sich noch mal haben. Die Industrie kam, es kam keine Investment in die Wirtschaft. Vor allem, genau, der Mittelstand klagte, es gibt kein Geld. Und die haben sich wohl wirklich untereinander nichts geliehen oder die Banken sind auf dem Geld sitzen geblieben, weil man genau wusste, dass man irgendwelchen toxischen Kram in den Bilanzen hat. Ja, weil man hochverschuldet war. Genau. Ja, aber die Banken waren hochverschuldet. Ja, aber das, Hans Eichler hat das ja erzählt, dass man 2003 schon über die Verstaatlichung nachgedacht hat, weil man das wusste eben, dass die Banken hochverschuldet sind und toxischen Kram in ihren Bilanzen haben. Aber dann kann er doch nicht so naiv gewesen sein, das widerspricht sich doch. Ja, oder? Das ist ein guter Punkt. Genau, habe ich auch neulich, ich erinnere jetzt nicht mehr mit wem, weil man viele Gespräche in der Tat. Also man darf natürlich, deswegen, also bin ich bei dem Zitat auch vorsichtig. Also sicherlich gab es da mehr Wissen, was uns jetzt von jemandem wie Eichel und der rot-grünen Regierung, was uns nicht offenbart wurde. Aber ganz oft läuft es in dem Regierungsapparat so, dass man es nicht wissen will. Und man weiß, warum. Da war auch Schäuble ein Meister drin. Der kam dann ja 2009, er wollte dann über 2008 die Finanzkrise, ich habe ihn ja auch interviewt, nicht so viel wissen. Ach, das haben die Staatssekretäre gemacht, weil man den Instinkt hat, ich will die Antwort gar nicht hören. Ne? Ist ja beim Dieselskandal genauso. Da sagt mir mein Instinkt als Politiker wahrscheinlich auch, hier stimmt was nicht, aber ich frage mal lieber nicht nach. Nachher gibt es einen Aktenvermerk und irgendwann einen Untersuchungsausschuss und der reißt mich dann rein. Insofern haben Sie recht, ich glaube auch, es gab der rudimentär mehr Wissen, man macht sich das vielleicht ein bisschen zu einfach, aber man hat auf keinen, was ich nicht glaube, ist, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und es wissen wollte und den Banken auf die Finger geschaut hat. Man hat so ein bisschen zur Seite geguckt. Die große Frage ist ja, das habe ich vorhin auch gefragt, woran liegt das, dass die Politik so weggeguckt hat? Sie haben jetzt diese Mechanismen, eine gehörige Portion Naivität erklärt und in Ihrem Buch stellen Sie die These auf, die ganzen Staaten waren eigentlich mit der Terrorbekämpfung beschäftigt. 2001 New York, 2004 Madrid, 2005 London. Aber ich meine, Staaten sind immer mit irgendwas beschäftigt, oder? Ist das nicht aber ich hab's ja da so ein bisschen, noch ein bisschen differenzierter im Buch geschrieben. Ich glaube einfach, dieser Krisenmodus seit 2001 ist so ein Problem. Dass man, ich glaube schon, dass es, wenn man sich anguckt, so ein EU-Gipfel, um was geht's denn da? Also redet man da über die, das hat mir dann Eichel auch gesagt, dass, wenn man sich auch erinnert, Wirtschaft war kein Thema vor der Finanzkrise. 2003, 2004 hat das niemand interessiert. Es war immer Terror, es war der Krieg im Irak, auch verständlicherweise, es war der Krieg in Afghanistan. Macht die Bundesrepublik in Irak da nun mit oder nicht mit der Bundeswehr? Und dann wirklich ein Riesenproblem auf europäischer Ebene war eben, dass die Verfassung nicht durchgekommen ist in Frankreich 2005. Und danach war man auf EU-Ebene gelähmt und im Krisenmodus. Da hast du nicht die Energie und vielleicht auch nicht die Macht zu sagen, jetzt präventiv nehmen wir uns mal den Finanzsektor vor. So funktioniert Politik fast nie. Man lässt das Ding immer erstmal an die Wand fahren, weil man dann auch der öffentliche Druck so groß ist, dass ich was machen muss. Klimaschutz, oder so sieht man doch, das geht über Jahrzehnte, ne? Wie langsam sich das bewegt. Der Terrorismus war so ein Beispiel auch. Da gab ja viele Warnungen vorher, das wird ein Problem. Insofern, das ist schon ganz typisch und auch irgendwie nachvollziehbar. Es wäre natürlich schön, wenn eine Regierung anders handeln würde, aber die Realität ist eben eine andere. Lassen Sie uns noch mal auf die andere Seite des großen Teiches gehen, nach New York. Sie widmen den Prolog in Ihrem Buch Bill Brocksmith. Das war ein enger Mitarbeiter von Andrew Jain, der später CEO wurde von der Deutschen Bank, aber lange das Investmentbanking verantwortet hat für die Deutsche Bank und natürlich auch für diese ganze Misswirtschaft, ja, diese toxischen Kreditbündel verantwortlich war. Der hat Selbstmord begangen 2014 und Sie widmen ihm wirklich einen großen Teil in Ihrem Buch. Was steckt hinter dieser Geschichte dieses Selbstmords? Also was mich fasziniert und viele andere Journalisten auch, war, dass nach dem Selbstmord und Suizid per se ist, ja, sollte man nicht jetzt unbedingt darüber berichten, aber das Interessante war, dass bei einer Anhörung der Gerichtsmedizinerin rauskam, dass er sich Sorgen gemacht hatte um die Bank, wegen der vielen Untersuchungen. Deswegen gab es sehr viele Artikel über Bill Brocksmith in der vor allem US-Presse, auch in der seriösen Presse. Und da habe ich mir diese Figur halt angeguckt und ich fand das Tragische interessant und durch die, im Laufe der Recherche bin ich dann darauf gestoßen, dass ihn Andrew Jain undercover wieder in die Bank geholt hat 2007, weil er selber nicht mehr die ganzen Risiken verstanden hat und weil er seinen eigenen Leuten nicht getraut hat. Und das hat mir einfach gezeigt, wie verrückt diese Bank dann schon am gewissen Punkt war. Also der hat ja einen Risikovorstand gehabt, der Andrew Jain, den er hätte fragen können, wie schlimm sind die Risiken. Den hat er aber nicht getraut, sondern fliegt persönlich nach New York, trifft diesen alten Kumpel, diesen Brocksmith, holt ihn wieder in die Bank und sagt ihm, also ganz vorsichtig, du kriegst einen Tisch in London, niemand weiß so richtig, dass du da bist und du fängst dir an, diese Risiken anzugucken.
Das ist ja so, als wenn Captain auf der Titanic sagt, ich weiß nicht, ob da hier wirklich keine Eisberge sind. Ich rufe mal einen Kumpel unten im Unterdeck an, der soll mal irgendwie selber irgendwie aufs Deck gehen und gucken, ob da welche sind. Weil ich traue dem Mann neben mir nicht. So ein bisschen war das. Mhm. Und das hat mir auch gezeigt, wie verrückt das eigentlich ist. Man denkt ja, eine hochprofessionelle Bank mit einer klar festgelegten Hierarchie und so einer Mechanik. Und genau so war es halt nicht. Und das war auch ein bisschen das Beängstigende, dass es dann eben doch so chaotisch läuft, wie viele von uns das vielleicht auch kennen. Wie das vielleicht in einem kleinen Unternehmen auch läuft. Soll ja auch bei Medien vorkommen, dass nicht immer alles so optimal organisiert ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Unter Andrew Jane wurde schon der berühmte Kulturwandel eingeleitet, unter Fitchen und Jane. Ausgerechnet unter Jane haben Sie bei Ihren Recherchen, und Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit der Deutschen Bank, irgendwas von Kulturwandel gespürt? Ja gut, das war bei Jane nur Spruch und Gerede. Ja, aber es geht ja jetzt weiter. Ja, also jetzt ist es so, jetzt hat man 80% des mittleren Management, höheren Managements ausgetauscht. Ich glaube, man meint es zum Teil ernst. Man hat ja auch, der ist auch schon wieder weg, Markus Schenk mal zu mir gesagt, beim vorletzten Film, an jedem gegebenen Tag sind irgendwie 300 Regulatoren irgendwo in der Bank unterwegs. Das heißt, man muss auch sozusagen eine andere Kultur vorleben. Aber das ist natürlich alles nicht viel wert, wenn der größte Anteilsinhaber der Deutschen Bank, die katarischen Fonds, von einem Mann vertreten werden, der wirklich höchst zweifelhaft ist, um es mal höflich auszudrücken, der in Italien vor Gericht steht und der sozusagen durch die Vordertür wieder reinkommt. Das zeigt einfach, die Bank ist natürlich sehr noch damit beschäftigt, die Vergangenheit loszuwerden. Und man will natürlich immer einen neuen Start. Das wird ja immer wieder gesagt. Das ist ja auch menschlich verständlich. Aber ich glaube, die Vergangenheit wird man eben sehr schwer los und die alte Kultur. Und die Frage ist eben, kann ich sauber überhaupt in diesem Geschäft Erfolg haben? Der Beweis, das wird man dann sehen. Kann man, wenn man alles genau macht, wenn man also auch weniger Risiko geht, funktioniert das dann überhaupt? Und das wird man sehen, ob man dann noch eine profitable Bank ist und noch diese Boni zahlen kann, die guten Leute ja wollen. Wolfgang Schäuble stellt ja in Aussicht, dass er glaubt, dass die Deutsche Bank noch lange nicht über den Berg ist. Und Christian Sewing, der aktuelle CEO, hat vor einiger Zeit gesagt, die Deutsche Bank müsse relevant bleiben. Da fragt man sich ja, ob es überhaupt noch um den guten Ruf geht, sondern um die Frage, ob die Deutsche Bank überhaupt auf dem Markt bleiben kann und nicht eigentlich verschwindet. Also ich glaube, sie wird nie so ganz verschwinden, aber sie ist aus der ersten Liga, wenn man sich die Zahlen und die Bilanzsummen anguckt, natürlich lange raus. Man muss sich überlegen, das geht ja auch im Buch darum, der gedachte Höhepunkt war dann der Übernahme Bankers Trust 99, man ist kurzfristig die größte Bank der Welt. Und jetzt ist man, glaube ich, nicht mal mehr in den Top 20, nicht mal mehr in Sichtweite. Und wenn man die Bilanz, also, und auch jetzt den Buchwert sich anguckt mit, weiß ich nicht, 24 Milliarden, mag auch ein bisschen mehr sein. Man ist wirklich ein Bruch, nicht mal, also ich glaube, 10% so groß wie Bank of America. Das heißt, der Zug ist abgefahren. Da wird man nach Lage der Dinge nie wieder Anschluss finden. Dann hat man die Digitalisierungsprobleme, der Markt hat sich geändert, die niedrigen Zinsen. Also ich finde das interessant, dass Sewing auch sagt, relevant bleiben und nicht erfolgreich bleiben oder so. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich glaube, die Bank wird auf eine Art immer relevant in Deutschland bleiben. Sie wird auch sicherlich relevant in Europa bleiben. Ist es nicht mehr so richtig weltweit? Ich glaube nicht, dass sie noch auf dem Sinne ernst genommen wird. Die Financial Times hat mal so schön geschrieben, die Bank hat schon lange die weiße Fahne gehisst. Das ist auch so verstanden worden. Nur zu glauben, die kann wirklich zumachen, ohne dass hier alles, dass es wirklich ernsthafte Probleme gibt. Das halte ich für verfrüht. Wenn man mal auf den Handelsfluren der Deutschen Bank unterwegs war, ich durfte da mal so zugucken, was da umgesetzt wird und wie viel Geld da durchfließt durch diese Bank. Die Bank ist ein sehr wichtiges Rad in dem weltweiten Finanzverkehr. Insofern, auf diese Art ist sie relevant, aber die Frage ist sie erfolgreich? Und liegt sie nicht irgendwann wieder in den Steuerzahlen auf der Tasche, wenn vielleicht, wir wissen es ja nicht, die nächste Krise kommt? Dirk Labs mit einer sehr, sehr tiefen Recherche zur Deutschen Bank und sein neues Buch Aufstieg und Fall der Deutschen Bank, erschienen bei DVA. Schönen Dank, dass Sie heute Morgen hier bei uns auf dem blauen Sofa waren. Vielen Dank.